Das Haus der Musik in Wien nennt 68 Wohnungen Beethovens in dieser Stadt. Ich beschränke mich heute nur auf wenige. Geschuldet sind die häufigen Übersiedlungen nicht nur der kolportierten Unleidlichkeit und Schlamperei des Komponisten, geschuldet sind sie auch der Sitte, dass zu dieser Zeit Wohnungen grundsätzlich nur für ein halbes Jahr vermietet wurden. Kündigungstermine waren Maria Lichtmess am 2. Februar und Jacobi 25. Juli. Georgi am 23. April und Michaeli waren Ausziehtermine. An diesen Tagen konnte man die Wohnung wechseln, war man mit irgendetwas nicht zufrieden, sei es, dass man sich eine Erhöhung der Miete nicht mehr leisten konnte, sei es, dass eine berufliche Veränderung eine andere Wohnadresse günstiger erscheinen ließ. Und sei es auch, dass der Hausherr einen potenteren Mieter bei der Hand hatte. Gebrauch davon gemacht wurde viel und Wohnungsmangel herrschte in der Stadt allemal. Die Gesamtfläche der Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation betrug Ende des 18. Jahrhunderts samt den 34 Vorstädten rund 50 Quadratkilometer. Die Stadt zählte 1792 rund 250.000 Einwohner, wovon im ersten Bezirk, also dem Areal innerhalb der Stadtmauern, alleine 60.000 Menschen wohnten. Heute sind es 16.000. Die Höhe der Bebauung passte nicht zur Enge der mittelalterlichen Stadt und so hatte Wien etwas Beklemmendes an sich. Im Sommer heizte die Sonne die Gebäude auf, es stank und im Winter drückte der Mangel an Licht, Luft und Raum aufs Gemüt. Auf den engen Gassen stauten sich die Kutschen und Fuhrwerke und als Fußgänger lief man immer Gefahr, überfahren zu werden. Die Stadt bot allerhand Luxus und Komfort. Besonders schön war Wien in der Nacht, wenn tausende Straßenlaternen bis 2 Uhr morgens die Fahr- und Fußwege beleuchteten. Die Straßenbeleuchtung wurde 1687 eingeführt, 1688 war bereits die ganze Stadt beleuchtet. In den Vorstädten waren die Lebensbedingungen erbärmlich. Nicht zuletzt wegen des Mangels an sauberem Trinkwasser. Die Sterblichkeit war deutlich höher als in jeder anderen europäischen Großstadt. Dass die Lebensqualität in der Innenstadt besser war, hing mit der Bevölkerungsstruktur zusammen. Außer Hofbeamten mit ihren Familien, sie machten ein Fünftel der Bevölkerung aus, lebten vor allem Beamte der unterschiedlichsten Behörden dort. Dazu kamen Anwälte und Lobbyisten und eine neue Elite von Bankiers, Großhändlern und Unternehmern. Das Volk wurde zunehmend in die Vorstädte abgedrängt. Auch Beethovens erste nachweisliche Adresse nach seiner Ankunft in Wien 1792 befand sich in der Alser Vorstadt, dem heutigen Alsergrund, benannt nach dem Alserbach. In der Alstergasse 45, heute entsprechend der Alserstraße 30, lebte er von Mai 1792 bis 1795 beim Buchdrucker Strauß im Parterrezimmer. Wer sonst noch in diesem Haus wohnte, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass eine Einladung des Diplomaten Gottfried van Swietens, Sohn des Mediziners Gerhard van Swietens, vom 15. Dezember 1794 überliefert ist. An Herrn Beethoven an der Als. Alstergasse Nummer 45 bei dem Herrn Fürsten Lichnowsky. Darin heißt es, wenn Sie künftigen Mittwoch nicht verhindert sind, so wünsche ich Sie um 8:30 Uhr abends mit der Schlafhaube im Sack bei mir zu sehen. Geben Sie mir unverzüglich Antwort. Das Gebäude muss nach dem Vogelschauplan von Josef Daniel Huber aus dem Jahr 1778 durchaus herrschaftlich ausgesehen haben. In einem Inserat der Wiener Zeitung vom 23. Februar 1793 wurde das Gebäude als Herrschaftshaus mit einem weitläufigen Garten, einer Hauskapelle, einem Stall mit Nebengebäuden und einer sehr besonderen, hier noch wenig bekannten, geschmackvollen Einrichtung zum Kauf oder zur Miete angeboten. Doch Gebäude sagen prinzipiell nichts über den sozialen Rang der Bewohner aus,
Auch Palais der Aristokratie waren zumeist bis unters Dach auch mit einfacher Bevölkerung angefüllt, wie man Konskriptionsbögen entnehmen kann. Noch heute befinden sich in der Wiener Hofburg oder in Schönbrunn ganz normale Bürger als Mieter. Ab Mai 1795 bis Februar 1796 wohnte Beethoven im zweiten Stock des heutigen Palais Montenuovo an der Adresse Löwelstraße 6, im damals Ogilvischen Freihaus benannten Gebäude, benannt nach seinem ursprünglichen Besitzer Karl Hermann Graf Ogilvy. Eine seiner Töchter heiratete übrigens den Feldmarschall Erdödt. Dem Namen werden wir später noch begegnen. Im Haus mit Blick auf die Löwelpastei entstanden die drei Trios, mehrere Klaviersonaten und das Lied Alle Adelaide nach dem Text eines frühromantischen Gedichts von Friedrich von Mattheson. Es ist anzunehmen, dass die patriotischen Lieder Abschiedsgesang an Wiens Bürger und das Kriegslied der Österreicher, die beiden Lieder erschienen 1796 und 1797, wohl auch durch den freien Blick aus diesem Gebäude auf das Glacis inspiriert war, auf dem das Wiener Freiwilligenkorps zur Kriegsvorbereitung gegen die Franzosen exerzierte. Glacis nannte man das unbebaute Areal vor den Stadtmauern. Ein Kuriosum befindet sich an der heutigen Adresse Tiefergraben 8 bis 10, an der Beethoven im Jahr 1800 wohnte, weil auf der Gelenkschrift falsche Jahreszahlen, nämlich 1815 bis 1817 angegeben sind. Dass Beethoven tatsächlich im damals als Greinerschen Haus bezeichneten Gebäude wohnte, ist einer Annonce aus der Wiener Zeitung vom 26. März 1800 zu entnehmen, wo Karten für ein Konzert zum Besten des Künstlers angeboten wurden. Der Besitzer Hieronymus von Greiner war übrigens der Vater der berühmten Salondame und Schriftstellerin Caroline Bichler. Wie schwierig es ist, Beethovens Wohnungen zu rekonstruieren, zeigen widersprüchliche Angaben. Beethoven pflegte seine Briefe sehr selten zu datieren oder seine Adressen anzugeben. Zudem wurden mitunter durch die Forschung Konskriptionsnummern falsch umgerechnet. Um das zu erläutern: 1770 und 1771 wurden im Zuge der Seelenkonskription in der Stadt und in den meisten Vorstädten die Häuser mit sichtbar aufgemalten Konskriptionsnummern nummeriert. Tatsächlich ging es bei dieser möglichst lückenlosen Erfassung der Bewohner um militärische Rekrutierung. Da unverbaute Grundstücke keine Nummern erhielten, ergab sich von Zeit zu Zeit die Notwendigkeit einer Neunummerierung, so unter anderem 1795 und 1821. In einigen Vorstädten erfolgte die Nummerierung erst später. Außerdem gab es in 6 Vorstädten zwischen 1827 und 1830 eine weitere Umnummerierung. Erst 1862 wurden die Konskriptionsnummern durch die bis heute gültigen straßenweise vergebenen Orientierungsnummern abgelöst. Die korrekte Ermittlung einer Adresse ist nach wie vor sehr kompliziert. Außerdem entstanden oft Verwirrungen aufgrund von Identadressen. Und im Laufe der Zeit änderten sich auch Hausbezeichnungen oder in reger Bautätigkeiten wurden Gebäude geteilt oder zusammengefügt. Von Besuchern wissen wir, dass es durchaus herausfordernd war, den Meister überhaupt zu finden. Vom Frühjahr 1801 bis Sommer 1802, aber auch von Herbst 1815 bis April 1817 soll Beethoven im sogenannten Lambertschen Haus an der heutigen Seilerstätte 21 gewohnt haben. Hier entstand der Prometheus. Auch an dieser Adresse war er nicht immer zu finden, wie aus den Tagebüchern eines Besuchers Karl von Bursi zu entnehmen ist. Schon gestern suchte ich ihn und fand ihn nicht, denn sein Logis hatte mir Herr Riedl falsch angegeben. Er wohnt in der Seilerstadt Nummer 1056 und auch nicht, wie Madame Nanette Streicher mir aufgeschrieben, 1055. Das war grundsätzlich nicht falsch. Das Haus hatte 2 Konskriptionsnummern. Ich hatte durchaus die Idee, Beethoven müsse in einem der fürstlichen Schlösser hausen und im Schutze eines Mäzenaten seiner hohen Kunst leben. Wie sehr befremdete es mich,
Als mich ein anwohnender Heringskrämer in das Haus neben sich wies, mit den Worten: "Ich glaube, Herr von Beethoven wohnt hier dicht bei, denn ich habe ihn öfter da hineingehen sehen." Im Parterre fragte ich nach und hörte, Beethoven wohne im dritten Stock, 3 Treppen hoch, also ganz wider mein Erwarten. Ein elendes Haus und nun noch 3 Treppen hoch. Enge für die sternenen Stiegen hinan in das Zimmer, worin ein Beethoven birgt und schafft. Briefen Karl Czernys ist zu entnehmen, dass Beethoven von Oktober 1802 bis April 1803 im Haus zum Silbernen Vogel, einem Vorgängerbau des Eiskrübels am Petersplatz 11, wohnte. Der Name Eiskrübel leitet sich davon her, dass in den Gewölben dieses Hauses Eis konserviert wurde. Das Haus wurde wie so viele andere im 19. Jahrhundert abgebrochen. 1803 bis 1805 wohnte Beethoven im Theater an der Wien als Composer in Residence. In einem Nebengebäude des 1801 gerade erst fertiggestellten Bauwerks an der heutigen Leimkrumm-Adresse 26 komponierte er an der Leonore. Am 20. November 1805 fand die Premiere der ersten Fassung Fidelio statt. Wenige Wochen danach schrieb ein Kritiker in der Zeitung für die Elegante Welt: "Das Theater war gar nicht gefüllt und der Beifall sehr gering. In der Tat ist der dritte Akt sehr gedehnt und die Musik ohne Effekt und voller Wiederholungen vergrößerte die Idee nicht." Im Vergleich zu den Äußerungen in Bäuerles Theaterzeitung war dieser Verriss geradezu dezent. Das Theater als Zentrum der Wiener Kulturszene war aber auch Aufführungsort vieler seiner Kompositionen. Durchgehend aber scheint das Theater an der Wien mehr Wirkungs- als Wohnstätte gewesen zu sein. Denn ab November 1804 wird erstmals das Pasqualati-Haus auf der Mölkerpastei Nummer 8 als Beethoven-Wohnung genannt. Bauherr des 1797 errichteten Gebäudes war der ehemalige Leibarzt Maria Theresia Johann Baptist Freiherr von Pasqualati. Hier wohnte Beethoven mehrmals zwischen 1804 und 1814 und hier entstanden einige seiner bedeutendsten Werke wie die 4., 5., 7. und 8. Symphonie, die Oper Fidelio oder das Klavierwerk für Elise. Bediener Brentano besuchte den Komponisten hier während ihres zweiten Aufenthalts in Wien und beschrieb den Besuch in ihrem Brief an Goethe am 28. Mai 1810. "Man fürchtete sich, mich zu ihm zu führen. Ich musste ihn allein aufsuchen. Er hat 3 Wohnungen, in denen er abwechselnd sich versteckt. Eine auf dem Lande, eine in der Stadt und die dritte auf der Pastei. Da fand ich ihn im dritten Stock. Unangemeldet trat ich ein, er saß am Klavier. Ich nannte meinen Namen. Er war sehr freundlich und fragte, ob ich ein Lied hören wolle, das er soeben komponiert habe. Dann sang er scharf und schneidend, dass die Wehmut auf den Hörer zurückwirkte. Kennst du das Land?" Im Pasqualati-Haus auf der Mölkerpastei 8, allerdings in der benachbarten Wohnung des Meisters, befindet sich heute eine der Wiener Beethoven-Gedenkstätten. Die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene Wohnung auf der Mölkerpastei 10 bewohnte er auch 1814-15. Als Grund für die bevorzugte Wahl der Örtlichkeit wird in der Literatur oft die Nähe zu den Familien Lichnowsky und Erdödy angegeben. Im Oktober 1808 zog er in die Walfischgasse in das Stadtpalais des Grafen Erdödy. Bei der in der Literatur angegebenen Adresse der Gräfin Marie von Erdödy, Krogerstraße 10, handelt es sich um eine Identadresse zur Walfischgasse 9. Das Palais Erdödy gehört zu den wenigen profanen Empirebauten in Wien und wurde 1956 wegen Baufälligkeit abgerissen. Mit Marie von Erdödy verband Beethoven Freundschaft. Manche Beethoven-Biografen vermuteten zarte Bande, dem war nicht so. Die Gräfin hatte sich 1805 von ihrem Mann getrennt und lebte mit ihrem Sekretär und dem Musiklehrer ihrer Kinder, Franz Xaver Brauchle, der auch komponierte, in eheähnlicher Gemeinschaft. Während der französischen Okkupation 1809
gab er, wie er in einem Brief an seinen Freund Zmeskal schrieb, seine Adresse mit Klepperstall, heute Teinfallstraße 88a, Schreifogengasse 1 an. Beethoven mietete dort eine Wohnung beim Advokaten Gostischer, mit dem er sich aber rasch überwarf. Der Kerl ist ein Schurke, schrieb er. Der Name Klepperstall bezeichnet die Stallungen der kaiserlichen Pferde, die sich bis 1770 hier befanden. An der Stelle ließ Graf Balfi 1781 ein Gebäude errichten, das eine Grundfläche von mehr als 2700 Quadratmeter hatte, 4 Stockwerke besaß und zudem 59 Wohnungen enthielt. Wenn Beethoven vom Klepperstall schrieb, dann meinte er natürlich die überholte topografische Bezeichnung. Beethoven-Biograf Thayer äußerte jedoch Zweifel, ob Beethoven jemals die Wohnung bezogen hatte. Die Bombardierung der Stadt durch die Franzosen am 11. Mai 1809 erlebte er im Keller des Hauses Ballgasse 4, in dem sein Bruder Kaspar wohnte. Wo er nun den Besuch des musikbegeisterten hohen französischen Beamten Baron Louis de Tremont erhalten hatte, ist nicht gewiss. Ich begab mich zu dem unnahbaren Meister und an seiner Tür kam mir der Gedanke, dass ich einen unglücklichen Tag gewählt hätte, da ich wegen eines offiziellen Besuches, den ich nachher machen musste, die Uniform des Staatsrates trug. Unglücklicherweise wohnte Beethoven auf einem der Wälle und da Napoleon ihre Zerstörung befohlen, hatte man unter seinem Fenster die Minen springen lassen. Tremont äußerte sich ausführlich über das Genie, ja, er ging sogar stolzer als Napoleon, als er nach Wien gekommen war, hinaus, war ihm doch der Titan freundlich entgegengekommen. Tremont konnte sich auch vom häuslichen Unbill des Unsterblichen überzeugen. Stelle man sich das Unsauberste und Unordentlichste vor, was man sich denken kann. Große Wasserlachen bedeckten den Fußboden, auf dem ziemlich alten Flügel führten Staub und Schmutz mit Manuskripten und gedruckten Notenblättern einen harten Kampf. Die Stühle, größtenteils aus Stroh, waren mit Kleidern, anderen Sachen und Tellern bedeckt, die die Reste des gestrigen Abendbrotes enthielten. Ja, von einem unausgeleerten Nachttopf ist ebenfalls die Rede. Von den zahlreichen Wohnungen möchte ich noch jene in der Landstraße Hauptstraße 26 erwähnen, wo Beethoven von Oktober 1817 bis Oktober 1819 wohnte. Der Wohnort liegt in der Nähe der Streicherschen Klavierfabrik und Beethoven kannte die Klaviere, die dort produziert worden sind, bereits von einem Besuch bei Andreas Stein in Augsburg im April 1787. Er hatte Zeit seines Lebens diese Klaviere bevorzugt. Stein hatte die Mechanik des Pianofortes erheblich verbessert, was die Instrumente klangvoller machte. Steins Tochter Nanette, selbst Klavierbauerin, und ihr Mann, der Schillerfreund und Pianist Johann Baptist Streicher, hatten sich ab 1794 in Wien erfolgreich als Klavierfabrikanten etabliert und standen Beethoven stets freundschaftlich zur Seite, Nanette auch in hauswirtschaftlichen. Im 1812 errichteten Konzertsaal des alten Streicherhofs in der Ungergasse 46 musizierten wie Beethoven alle musikalischen Größen seiner Zeit. Von der kolportierten Wohnadresse Landstraße Hauptstraße 60 heißt es allerdings auch in der Literatur, er wäre 1818 und 1820/21 nur einige Male dort als Gast gewesen. 1823 soll er wieder in die Nachbarschaft der Streichers gezogen sein, nach Ungergasse 5, wo er die 9. Symphonie vollendete. Im Vorort Landstraße wohnte auch Cayetan Gianadasio del Rio, dessen Erziehungsanstalt Beethoven den in seinen Augen missratenen Neffen Karl überantwortet hatte. Auch die Familie des Pädagogen stand Beethoven in Alltagsfragen zur Seite. Um in ihrer Nähe zu sein, war er 1817 in das Haus Gärtnerstraße 5 gezogen. Im Winter 1819/20 entstand im dritten Stock
des Gebäudes Trautzongasse 2 in der Josefstadt das Credo zur Missa Solemnis. Im Hoftrakt des Hauses mit der heutigen Adresse Leimgrube 22, sie entspricht der in der Beethoven-Literatur angegebenen Adresse Kotgasse 60, wohnte Beethoven im Oktober 1822 bis Mai 1823. Das Gebäude ist ein Eckhaus, die zweite Seite zeigt zum unteren Teil der Gumpendorfer Straße, die bis 1862 den Namen Kotgasse führte. Hier arbeitet er ebenfalls an der Missa Solemnis, an der 9. Symphonie und an der Klaviersonate C-Moll, Opus 111. Auch daran erinnert eine Gedenktafel. Dass der Titan grundsätzlich nicht leicht zu finden war, wissen wir bereits von Bettina Brentano. An derartige Odysseen erinnert auch eine literarisierte Darstellung des Besuchs des Geigers und Komponisten Louis Schlösser durch Albrecht Selge. Schlösser hatte den Komponisten im Mai 1823 an seinem Domizil in Gumpendorf endlich gefunden. 1822, Beethoven war nicht da. Weder in einem der Häuser, die der junge Louis Schlösser im Frühjahr aus Darmstadt gekommen aufgesucht hatte. Er war, wenn es ihm seine Studien erlaubt hatten, über die breiten Alleen des Glacis mit ihren Linden, Pappeln, bettelnden Kindern hinaus in die Vorstädte gegangen, die ihm genannt worden waren. Nach Alt-Lerchenfeld in ein ebenerdiges Haus zu den zwei Wachsstöcken, wo ihm eine schwitzende, ihn nervös machende Frau gesagt hatte, Herr von Beethoven habe hier nur kurz gewohnt. Ins Haus zum Schwarzen Adler in der Landstraße Hauptstraße, den Ausläufer eines aufgehobenen Augustinerklosters, wo er über die dunkle Hauptstiege in den zweiten Stock gegangen war, um dort vergeblich an der Türklingel zu ziehen. Als er tags darauf wiedergekommen war, hatte ihm ein vielleicht 14-jähriger rotköpfiger Knabe die Tür aufgerissen, der aber nichts von einem Beethoven wusste, und ins Schildesche Haus in der Windmühler Leimgrubengasse, wo die Hammerschläge eines Glockengießers aus offener Werkstatt getrönt hatten, und als er auf der dunklen steilen Stiege schon geahnt, dass dieser erneut einem Irrtum vorliegen musste. Noch in der Musikalienhandlung Steiner und Haslinger in der Paternostergasse, wo zur Mittagszeit zu suchen Schlösser von seinem Kompositionslehrer Seyfried geraten worden war. Und Schlösser zwar nicht Beethoven gefunden, aber viel gelesen und zwischen den dunkelhölzernen Theken interessante Bekanntschaften geschlossen hatte. Noch ein Wort zu den Sommerfrischen. Wie schon erwähnt, war die Enge der Innenstadt besonders in der heißen Jahreszeit kaum erträglich. Wie viele Stadtbewohner strebte auch Beethoven ins Freie. Im Sommer 1800 verbrachte er seine Sommerfrische in Döbling. Dort besaß an der heutigen Adresse Billerothstraße 72 auch die Großmutter von Franz Grillparzer eine Landwohnung. Der 9-jährige Grillparzer beobachtete den Titanen bei der Annäherung an ein Mädchen, der Tochter des wegen seiner Liederlichkeit berüchtigten Bauern Fleeberger. Ich habe die sich wiederholende folgenlose Betrachtung des Mädchens durch den Titanen bereits einmal in meinem Vortrag über Beethoven und Grillparzer ausgeführt. Grillparzer schreibt hier von der Hirschengasse. Hirschengasse war bis 1894 der Name von der Billrothstraße. Den Sommer 1801 soll Beethoven nach der Literatur in Hetzendorf gewohnt haben. Im Zusammenhang mit dieser Sommerfrische wird das Seilernsche Schlösschen genannt, in dem in diesem Sommer sein erster Gönner lebte, Kurfürst Maximilian Franz, der am 27. April 1800 von schwerer Krankheit gezeichnet von Bonn nach Wien zurückgekehrt war, wo er im Gallhof des Grafen Seilern in Hetzendorf seine letzte Zuflucht fand. Maximilian Franz starb am 26. Juli 1801. Es finden sich aber keine Hinweise, dass Beethoven seinen ehemaligen Dienstherrn noch einmal wiedergesehen hatte. Frühjahr und Sommer 1802 war es Heiligenstadt, wohin Beethoven gezogen war, um in der Badeanstalt des Dr. Johann Peter Frank Heilung oder zumindest Besserung seines Gehörleidens zu finden. Der musikalische Arzt genoss das Vertrauen des Komponisten. In Beethovens Sommerdomizil an der Adresse Probusgasse 6 befindet sich heute ein Museum, das darüber Auskunft gibt, dass hier das sogenannte Heiligenstädter
Testament verfasst wurde, Zeugnis seiner tiefen Verzweiflung über seine zunehmende Taubheit. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder erkläret, wie Unrecht tut ihr mir, ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheinet. Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens, selbst große Handlungen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt. Aber bedenket nur, dass seit 6 Jahren ein heilloser Zustand mich befallen. Ich darf den weiteren Inhalt dieses tragischen Dokuments voraussetzen. Gleichzeitig arbeitete er in der Probuskasse an einigen seiner wichtigsten Werke, darunter die Sturmsonate, die Prometheus-Variationen und die ersten Skizzen zu seiner späteren dritten Symphonie, der Eroica. Zwar soll Beethoven kaum an der in unmittelbarer Nähe gelegenen Adresse Pfarrplatz 2 gewohnt haben, doch das pittoreske, dörflich anmutende Ensemble des heurigen Meier am Pfarrplatz ist so bezaubernd, dass es zu den prominenten Beethoven-Erinnerungsstätten gehört. Den Sommer 1815 war Beethoven auf dem Landgut der Gräfin Marie von Erdödy in Jedelsee zu Gast. An dem 1795 erbauten Gut, heute Jeneweingasse 17, befindet sich eine Gedenktafel. Gräfin Erdödy verkaufte das Landgut 1821. Sie wurde aus Österreich ausgewiesen und zog 1823 nach München. 1863 brannte das Gut ab, aber wurde in leicht veränderter Form wieder aufgebaut. 1973 wurde auf Initiative von Leopold Wech der Verein der Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf ein Kulturzentrum errichtet. Ebenfalls Hoffnung auf Linderung seiner Leiden verhieß 1818 und 1819 das erst wenige Jahre zuvor erschlossene Eisenmineralbad in Mödling. Im ersten Stock des Hafenhauses an der Hauptstraße 79 arbeitete der Komponist an der Hammerklaviersonate in B-Dur, an den Diabelli-Variationen, den Mödlinger Tänzen und an der Missa Solemnis. Es heißt, dass Beethoven sich gerne ein Haus in Mödling gekauft hätte. Meist war es aber Döbling, das Beethoven während der Sommermonate aufsuchte. Der für 1803 kolportierte Biederhof in der Döblinger Hauptstraße 92 ist eine Fehlinformation und entstand durch eine fehlerhafte Umrechnung der Konskriptionsnummern. Die richtige Adresse ist Hofzeile 15, wo weiter an der Eroica gearbeitet wurde. Das Gebäude existiert heute nicht mehr. Er hielt sich auch in Baden bei Wien auf. An der Adresse Rathausgasse 10 wohnte der Komponist in den Sommern 1921, 22 und 23. Es befindet sich an dieser Stelle eine sehr sehenswerte Gedenkstätte, die darauf verweist, dass er in Baden bei Wien 15 Sommer verbrachte und in den berühmten Schwefelheilquellen Linderung suchte. Erwähnen wir noch seine allerletzte Adresse in der Stadt. Sie ist mehrfach gesichert, nicht zuletzt von Gerhard von Breuning, dem Sohn von Beethovens langjährigen Freund Stefan von Breuning, der im Buch aus dem Schwarzspanierhaus nicht nur eine detaillierte Beschreibung der Räumlichkeiten in der Schwarzspanierstraße 15 schuf, sondern darüber hinaus auch die letzten Lebensjahre und das Ende Beethovens dokumentierte. Dank Johann Nepomuk Höchle, von dem einige Zeichnungen des Komponisten stammen, haben wir eine Skizze eines Arbeitszimmers. In dieser Wohnung schloss er die Augen. Seine Einsegnung in der nahegelegenen Dreifaltigkeitskirche in der Alserstraße 17 wurde zur Sensation. Wohl 20.000 Menschen, schrieb Breuning, deckten gedrängt den Raum vom Hause bis etwa gegen die Stelle des Glacis, wo dermalen die Votivkirche sich erhebt. Das Drängen und Wogen der Menschenmenge nahm beispiellos zu. In Voraussicht des Gedränges hatte mein Vater kurz zuvor aus der nahen Alser-Kaserne einiges Militär erbeten und jetzt die Haustore sperren lassen. In der Sterbematrik heißt es, Ludwig van Beethoven, lediger Tonsetzer, zu Bonn im Reich geboren, 57 Jahre alt, gestorben an Wassersucht, begraben am 29. März auf dem Gottesacker des Dorfes Währing. Für Beethoven selbst waren seine Wohnungen nicht von Interesse, er war völlig auf seine Arbeit konzentriert. Für uns aber könnte das Wissen um seine Wohnorte, das Verständnis und die Zuneigung zu Wien erheblich vertiefen.
Manche der erhaltenen Gebäude haben das Flair seiner Zeit so sehr erhalten, dass man wirklich das Gefühl hat, in eine vergangene Epoche einzutreten. Ich danke Ihnen.